Hallo, ihr Quirlinge! In dieser Episode von Pathfinder Wrath of the Righteous möchten Nokori und ihre Gefährten gerne das Bordell der 10.000 Wonnen besuchen, aber wie immer kommt etwas Wichtigeres dazwischen. Los geht's! Das erste und wahrscheinlich auch einzige Ziel der Gefährten in dieser Episode ist hier oben. Nee, es steht gar nicht dran, oder doch? Hier, in den 10.000 Wonnen, genau, da wollen wir rein. Und während ich die Helden da mal so hinschicke, noch ein paar Überlegungen zum Kampf gegen Lattwerk. In der vorletzten Episode gab es den. Mir ist beim Schneiden aufgefallen, dass ich einen großen taktischen Fehler gemacht habe in dem Kampf. Denn in der ersten Kampfrunde, als Lattwerk dran war, hat er mit seinen hinterhältigen Angriffen auf Bossel eingestochen. Das war jetzt nicht weiter verhinderbar. Aber in seiner zweiten Kampfrunde war es, glaube ich, dass er mit seinen hinterhältigen Angriffen Schattenfang erlegt hat. Und genau das soll ja eigentlich nicht passieren. Und warum ist es passiert? Naja, weil er hinterhältige Angriffe gemacht hat und dadurch mächtig extra Schaden rausgehauen hat. Aber eigentlich hätte er die hinterhältigen Angriffe gar nicht machen können, weil Schattenfang ja nicht irgendwie verstrickt, bewusstlos oder sonst irgendwie war. Er hat die hinterhältigen Angriffe nur deswegen machen können, weil er die Asima-Frauen als Verbündete hatte. Oh, the waiting's never fun. Genau, die Schattenfang in die Zange genommen hatten. Und das habe ich nicht geblickt. Ich hätte also von Anfang an versuchen müssen, diese Asima-Frauen auszuschalten, was in der ersten Kampfrunde auf jeden Fall gelungen wäre mit Lan, Arushale, Wolli von Co. Und dann hätte er in der zweiten Runde oder ab der zweiten Runde nicht mehr hinterhältig zustechen können. Und als es dann mal so weit war in meinem Kampfverlauf, dann hat er ja auch gleich viel, viel weniger Rabatz gemacht. Das nur mal noch so als Gedanke. Und ich habe auch noch nicht vergessen, dass wir hier oben was haben. Und zwar müssen wir hier diese Prüfung überstehen. Geht da bitte nochmal hin. Was war das für eine? Athletik 32, Land, das dürfte eine sichere Bank sein bei dir. Ja, das ist sowas von sicher. Überhaupt kein Problem. Geh drauf. Wir holen uns die 864 Punkte gerne ab. Beweglichkeit 42 ist schon eine andere Geschichte. Gut, da kann man nach Rüde abstürzen. Wie er Bossel da hochschafft, ist echt ein Phänomen. Aber ich denke nicht drüber nach. Woljew. Wir haben nochmal gehört, dass wir, also dass die Dämonen gerne mit Fallen kämpfen, aber das ist hier nicht der Fall. Das lohnt sich aber auch gar nicht. Und das da? Das ist nicht dein Ernst. Das ist echt alles hier oben. Oh, warte mal. Ändert das irgendwas? Naja. Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Das ist genau dieses Dach. Also die 1000 und so weiter Punkte für die Skillchecks sind ja irgendwie wertvoller als alles, was ich hier drin habe. Aber sei es drum. Beweglichkeit, wer kann das? Woljew und Lan. Woljew 32. Ja, muss man eine 10 würfeln, das ist schwierig. Lan 33, ich muss einen 9 würfeln, auch schwierig. Das traue ich euch nicht zu. Der W20 hat bekanntlich den Federhandschuh ausgepackt. Lan steht da, das ist gut. Den Federhandschuh hingeworfen und das Kriegsbeil ausgegraben, hätte ich wohl eher sagen können. Ich hoffe, das macht jetzt Lan, aber ich bin schon sicher, dass das Lan macht. Ja, es macht Lan. So, go, Tiger. Ja, freilich. Ja, eine 6. Warte mal. 6 muss 3. Die 6 hätte nicht gereicht. Ja, wir hätten ja eine 9 gebraucht. Der Glückspilz war jetzt wirklich lebenswichtig, weil hier runter zu knallen, da bist du in einem Zustand, dass nicht mal die dich noch als Sklave oder als Futter betrachtet. Aber wir haben es im Griff. Oh. Oh, hier ist jemand namens Kerz. Sehe ich jetzt erst. Mensch, Kollege, bist denn du für einer?
Ein grimmig aussehender Dämon mit grobem, grausamem Gesicht und den Händen eines erfahrenen Kriegers begrüßt dich grinsend. Ihr wollt Sklaven kaufen, ja? Ich habe gerade die gesamte Ware verkauft, die ich beim letzten Raubzug erbeutet habe. Ich bin Kerz, Kapitän der verfluchten Hure. Wer seid ihr? Der Dämon starrt dich ungläubig an und bricht dann in Gelächter aus. Wer ich bin? Ich bin Kerz, auch genannt Kerz der Erstochene, Kapitän der legendären verfluchten Hure. Ich bin der berühmteste Pirat auf den Mitternachtsinseln, verdamm ich. Ihr seid wohl eine elende Landratte und habt noch nie einen Fuß an Bord eines Luftschiffs gesetzt, wenn ihr mich nicht kennt. Und dann, ihr könnt in ferne Länder reisen, wann immer ihr wollt, habt aber entschieden, Pirat zu werden. Nur wahrer Abschaum würde diese Freiheit vergeuden, um zu rauben und zu morden. Und Kerz, ei Bursche, nur der schlimmste Abschaum, das stimmt ihm zu. Erzählt mir mehr über das Leben als Pirat. Was genau wollt ihr wissen? Das Leben eines Piratenkapitäns besteht aus vier Dingen. Seinem Schiff, seiner Besatzung, seiner Erfahrung und natürlich Pazuzus Schutz. Keine Drogen, keine Hurereien, keine Schätze. Erstaunlich. Na gut. Ihr habt doch schon selbst Flügel. Wozu braucht ihr noch ein fliegendes Schiff? Kerz beäugt dich misstrauisch, als würde er an deinem Gesicht nach einem Anzeichen von Hohn suchen. Gewiss. Und was soll ich mit all der Beute tun? Sie auf dem Rücken tragen? Was ist mit den Sklaven, die wir in den Frachtraum werfen? Das Schiff ist eine riesige fliegende Schatzkiste und bietet auch guten Schutz vor Pfeilen und Zaubern, die während des Einsteigens auf uns niederprasseln. Erzählt mir von eurem Schiff. Kerz grinst stolz. Ihr erkennt meine verfluchte Hure an dem riesigen Totenschädel, der ihren Bug ziert. Wir haben uns diese Trophäe in der Nähe von Vastgla gesichert und es gab einen erbitterten Kampf darum. So manch anderer Kapitän wollte sie für sich haben. Aber die verfluchte Hure hat noch mehr zu bieten als nur den Schädel. Ein besseres Angriffsschiff findet ihr nirgends. Ihre Breitseite kann einen Drachen erledigen. Ihre Dreiviertelsegel können jeden Wind einfangen. Und ihre Ballisten nutzen keine lausigen Speere, sondern alchemistisches Feuer. Was für eine Besatzung habt ihr an Bord? Die härtesten Schurken und Halsabschneider, die ihr euch wünschen könnt. Von mir persönlich handverlesen. Einer schlimmer als der andere. Das berüchtigste Gesindel, die gefürchtetsten Halunken, die man im Abyss finden kann. Für ein zerbrochenes Kupferstück würden sie ihre eigene Mutter in die Sklaverei verkaufen. Sich gegen mich wenden? Niemals. Niemand kann ihnen etwas Besseres bieten als ich. Ohne mich wird sie keine drei Schritte überleben, bevor sie ein Messer im Rücken stecken haben. Also haben sie keine andere Wahl, als mir bis zum Ende zu folgen. Wie viele Schiffe habt ihr geplündert? Der Dämon wirft sich ein wenig in die Brust und grinst geifernd. Dann antwortet er mit so viel selbstbewusstem Säbelrasseln, wie er aufbringen kann. Die verfluchte Hure ist auf den Mitternachtsinseln wohl bekannt und ihr schwarzes Segel sät Angst und Schrecken. Ich habe längst den Überblick verloren, wie viele arme Burschen ich zu Dagon geschickt habe. Ich bin schon mit dem Säbel in der Hand vorangestürmt, als Velexia noch ihre nackten Titten am Himmel über Alushinira präsentiert und Sephorian, der alte Gauner, über die Stadt geherrscht hat. Und was die Beute angeht, was sind durch meine Hände für Schätze gegangen? Und ich habe sie alle versoffen. Kerz strahlt vor Stolz ob dieser Tatsache. Erzählt mir eine spannende Geschichte. Der Pirat grinst. Ihr mögt blutige Geschichten, was? Schön. Einmal sind wir an Migorg vorbeigeschwebt. Als unser Ausguck das Wrack eines Schiffs gesehen hat, das in einen Orkan geraten war. Also haben wir beschlossen, es nach Fracht zu durchsuchen. Wir haben aber nur einen Matrosen gefunden, der mit letzter Kraft an dem Wrack hing. Wir haben ihn herausgefischt, aufgeweckt und an den Mast gefesselt, um ihn ordentlich auszuquetschen. Unser Schiffskoch weiß, wie man mit dem Messer Zungen löst. Lange Rede, kurzer Sinn. Der arme Bursche hat ausgespuckt, dass er selbst Pirat war. Sein Schiff war von einer der verlassenen Inseln in Alia losgesegelt, wo sie einen Teil ihrer Beute versteckt hatten. Wir haben fette Beute gerochen, also sind wir nach Alia geeilt. Aber Alia ist nichts für schwache Nerven. Räuberische Reben, fleischfressende Blumen.
die Wolken giftiger Pollen ausspucken und wandelnde Büsche, die einen umschließen und mit Dornen stechen, bis man stirbt. Ach, und ich habe die giftigen Quellen schon erwähnt. Oder die Fliegen, die einem in die Ohren kriechen, während man schläft und ihre Eier mitten im Gehirn ablegen, wodurch man wahnsinnig wird. Ein einziger Albtraum, dieses Fleckchen. Und wir steckten mittendrin. Dreimal hat unser Gefangener uns gesagt, wo wir nach Beute suchen sollen. Jedes Mal haben wir gegraben und nichts als Erde und Knochen gefunden. Als wir beim dritten Versuch angelangt waren, hatte diese verdammte Insel schon die halbe Besatzung dahin gerafft. Da wurde uns klar, dass dieses Arschloch uns reingelegt hat. Also haben wir ihn ausgeweidet. Und wisst ihr, was wir da gesehen haben? Seine gesamten Gedärme waren mit weißem Schimmel überzogen und mit einem Schwamm oder Pilz überwuchert. Sein Herz, sein Magen, sein Hirn, der Schleim war überall. Unserem Schiffsarzt zufolge hat dieser Pilz jeden einzelnen Schritt des Matrosen gesteuert. Er hat sich auf Alia angesteckt und dann die Insel verlassen, um frisches Futter für die Pflanzen zu ködern. Wir sind so schnell wie möglich geflohen, aber ich konnte sehr, sehr lange nicht glauben, dass dieses verdammte Unkraut so klug geworden ist, dass es uns überlisten konnte. Das ist ja keine Erfolgsgeschichte, aber immerhin. Ihr erwähnt Pazuzu, betet ihr ihn an? Aber gewiss doch. Nur törichte Narren beten nicht zum Dämonenherrscher des Himmels und der geflügelten Kreaturen. Nun ja, zumindest wenn man von Aeronauten redet. All die Stürme, Windströmungen und Untiere, die dort lauern, sie alle beugen sich seinem Willen. Deswegen bombardiere ich Lord Pazuzu mit Gebeten, so oft ich nur kann. Keine weiteren Fragen, bis auf, kennt ihr Milara? Diese Irre? Ha! Ihre gesamte Besatzung muss aus Weicheiern und Schwächlingen bestehen, wenn sie einer solchen Anführerin noch nicht die Kehle aufgeschlitzt oder sie an Ishias Ungeheuer verfüttert haben. Und der Wahrnehmungswurf war erfolgreich, eine 19. Offenbar will sich ja W20 wieder einschleimen. Mal gucken, ob ich das zulasse. Also, Schwierigkeitsgrad 29, aber da wären wir mit dem Fertigkeitswert von 32 schon drüber gekommen. Okay, das war's. Dann war es völlig egal, was der W20 produziert hat. Er will sich nicht einschleimen. Also, Wahrnehmungswurf erfolgreich. Du kommst nicht umhin, trotz Kerts dramatischem Geprahle einen Funken Angst in seinen Augen aufblitzen zu sehen. Aha, irgendwer hat Angst vor Milara. Warum auch immer. Ich muss gehen. Möge Pazuzu eure Segel blähen, Fremde. Aber nicht mehr als meine. ist der eigentlich auf der Karte drauf? Ne, ja, den habe ich jetzt nur durch Zufall gefunden. Na gut, vielleicht hat er ja hier irgendwie so ein... Ach, ist auch egal. Wir müssen hier oben irgendwie rum. Heißt also da rein. Und dann letztlich hier durch. Stress. Da! Eine Echse aus Elysium. Sie bettelt doch geradezu darum, dass wir ihre Flügel zupfen und ihren Schwanz abreißen. Ach so. Ah, dann. Hey! Warum ärgert ihr mich so? Das gibt Rache. Voljev bringt es auf den Punkt. Wir haben ein Problem. Der Drache wurde geraubt. Und der Rouchalet. Wir müssen so schnell wie möglich etwas unternehmen. Wir dürfen die süße Aivo nicht allein lassen. Vor allem nicht hier im Abyss. Und die Hand. Im Abyss wimmelt es vor Gefahren. Aber warum werden die strahlendsten Seelen immer als erstes zur Beute? Wir müssen den Drachling finden. Es gibt keine andere Option. Und der frühe Sonnenuntergang erscheint. Eine vertraute, verschwommene Erscheinung taucht vor dir auf. Früher Sonnenuntergang streckt sich wieder nach dir aus. Nokori? Was ist gerade geschehen? Ich habe einen Anstieg von Macht gespürt. Von eurer Macht. Sie glüht heiß wie ein Fieber. Aivo wurde von Dämonen entführt. Der Drache? Ah, jetzt verstehe ich. Sie ist der Faden, der euch mit Elysium verbindet. Und sie ist auf unerklärliche Weise mit eurer Macht verbunden. Früher Sonnenuntergang schweigt einen Augenblick, offenbar ein Gedanken verloren. Und Arushale lauscht gebannt den Worten von früher Sonnenuntergang.
Ein nachdenklicher Ausdruck macht sich auf ihrem Gesicht breit. Werdet ihr uns helfen, Meister, früher Sonnenuntergang? Und selbiger, natürlich, liebes Kind, natürlich, ich helfe euch. Wo ist mein Drache? Was für eine alarmierende Situation. Wir müssen uns so bald wie möglich unterhalten. Ich warte bei der ehemaligen Kluft im Mitternachtstempel auf euch. Okay, Also, können wir dich irgendwie... Können wir dir eine reinwürgen? Nein. Toll. Okay, also dann. Das hat jetzt oberste Priorität. Wir lassen Ivo nicht im Stich. Das heißt, wir müssen einen... Ja, ich kann wieder runtergehen, weil ich das Portal da am besten benutze. Ja. Na dann. Auf zum Nexus, ganz wichtig. Ja, und dann ist der frühe Sonnenuntergang ja bekanntlich hier drin. Nokori, endlich! Ich hatte Zeit, über alles nachzudenken und ich weiß genau, was wir tun müssen, um zu finden, was verloren gegangen ist. Wobei die Lage unglaublich schwierig ist. Wenn man in Alushinira etwas verliert, findet man es nur selten wieder. Was können wir tun, um Aivo zu retten? Zunächst müssen wir sie finden. Unter keinen Umständen solltet ihr Nachforschungen in der Stadt anstellen oder anderweitig Aufmerksamkeit auf euch ziehen. Die Entführer kennen euer Gesicht. Nein, ich werde diese Suche selbst durchführen müssen. Natürlich kann ich nicht in meiner wahren Gestalt in Alushinira erscheinen. Das würde die Dämonen nur... Früher Sonnenuntergang lacht auf. Unnötig aufregen. Doch ich beherrsche die Transformationsmagie ausreichend gut, um mich als Bewohner des Abyss zu verkleiden. Und was soll ich tun? Bleib in der Nähe, für den Fall, dass etwas schief geht. Die Dämonen könnten mich erkennen oder versuchen, mich hereinzulegen. Oder mich gar angreifen. Also seid da und seid wachsam. Wie wollt ihr bei der Suche vorgehen? Auf die simpelste und eleganteste Art. Ich werde als mächtiger Dämon verkleidet auf die Fleischmärkte gehen und verkünden, dass ich einen Drachen kaufen möchte. Auf den Fleischmärkten laufen viele Fäden der Macht und der Informationen zusammen. Selbst wenn die Dämonen dort nichts über Aivos Verschwinden wissen, werden sie vor nichts Halt machen, um herauszufinden, wo sie ist, sie ihren Entführern zu stehlen und sie einem wartenden Käufer zu liefern. Wir müssen vielleicht nicht einmal einen Finger rühren. Ah ja, da kommt diese komische Marilith ins Spiel. Mir ist alles klar? Sagt mir, wenn ihr bereit seid, in die Stadt zu gehen, dann beginne ich meine Mission. Mhm. Arusha Lä, die der Unterhaltung mit recht regem Interesse gelauscht hat, blickt plötzlich auf. Ohne ihren Blick von früher Sonnenuntergang abzuwenden, singt sie leise die Melodie zu Sternenblick. Ein sehr schönes Lied, Kind. Danke, Meister früher Sonnenuntergang. Arusha Lä lächelt ihn an. Mein Herz schmerzt wegen Aivo und ich wollte nur irgendwie meiner Sorge Ausdruck verleihen. Lieder sind dazu gut geeignet. Arusha Lä wartet noch einen Augenblick, blickt dich dann an und verstummt. Ich bin bereit, nach Aivo zu suchen. Das war irgendwie die komische Szene gerade. Ausgezeichnet. Wenn das so ist, muss ich mich bereit machen. Ja. Nun, wie sehe ich aus? Wissen Arcanumswurf erfolgreich? Erstaunlich. Die Transformation bewerten. Ganz offensichtlich hat früher Sonnenuntergang eine ungewöhnliche Verkleidungsmethode eingesetzt oder sie durch andere Zauber verstärkt. Es ist jedoch nicht leicht, die Schichten seiner Bezauberungen zu entwirren. Er ist ein fähiger Zauberkundiger und ständig in einen Kokon verschiedener magischer Auren gehüllt. Habt ihr eine Art ungewöhnlichen Zauber eingesetzt? Natürlich!
Einen selbstentwickelten, antwortet früher Sonnenuntergang ohne zu zögern. Bisher konnte noch kein Dämon diese Verkleidung auch nur ansatzweise enttarnen. Warum sollte ich das hier sagen können? Ja, keine Ahnung, aber Chaos Nokuri sagt das. Eurem Ansatz fehlt jede Kreativität. Ihr könntet vorgeben, ein attraktiver Succubus oder Inkubus zu sein. Das wäre äußerst unklug. Die meisten Succubi, wenn auch gewiss nicht alle, sind untertan von Nocticula. Ein unbekannter Succubus würde noch mehr Fragen aufwerfen. Es ist viel sicherer, einen Dämon aus einem anderen Teil des Abyss darzustellen. Er sollte aber so mächtig sein, dass andere zu große Angst hätten, ihn zu verraten. Zumindest eine Weile lang. Was unseren Plan angeht, ich werde augenblicklich zu den Fleischmärkten gehen und bei den Kaufleuten Interesse am Kauf eines Drachen bekunden. Geht auf die Märkte und macht euch auf Überraschungen gefasst. Wir sehen uns dort. Ja, dann auf und zurück. Oder ist noch irgendwas? Ah. Arushale, was hatte es mit diesem merkwürdigen Lied für früher Sonnenuntergang auf sich? Arushale schließt kurz ihre Augen. Ich wollte euch wirklich nicht erneut belügen. Aber ich konnte auch nicht mein wachsendes Misstrauen unterdrücken. Seht, Nokuri, ich fürchte, früher Sonnenuntergang ist nicht die Person, die er zu sein vorgibt. Ich hege schon seit längerem Zweifel an ihm, aber erst bei Aivus Entführung habe ich die Gelegenheit ergriffen und ihn auf die Probe gestellt. Das Lied vom Elysium hatte nicht nur keine Bedeutung für ihn, er hat nicht einmal darauf reagiert, anders als alle unsere Verbündeten vor ihm. Da ist noch etwas, es ist allerdings mehr ein Bauchgefühl. Ich war einst eine Meisterin der Lüge und der Täuschung. Und ich erkenne einen Lügner sofort, genau wie zwei fähige Schreiner, Waffenschmiede oder Maler einander in der Menge stets erkennen. Aha. Ja, so ein bisschen Bauchgefühl hatte ich ja auch schon. Und wer ist er eurer Meinung nach? Eine Wesenheit von großer Macht, das steht fest. Ich nehme an, wir sind noch keiner Person oder Kreatur begegnet, die eine ernsthafte Bedrohung für ihn darstellen würde. Seine wahren Motive sind mir ebenso verborgen wie euch. Warum hat er uns noch nicht angegriffen, wenn er ein Feind ist? Und warum belügt er uns, wenn er ein Freund ist? Ihr wollt mir also sagen, dass er irgendwie in Aivus Entführung verwickelt ist? Wer weiß. Der Abyss ist ein Ort, an dem böse Taten so natürlich und häufig sind wie Sonnenauf- und Untergänge auf Golarion. Die Dämonen haben Aivu vielleicht auf Anweisung von früher Sonnenuntergang entführt. Oder sie haben es nur getan, weil sie ihre Opfer gerne von Natur aus verschleppen, entzweien und peinigen. Ich vertraue euch. Was sollen wir nun unternehmen, um ihn bloßzustellen? Trefft bitte keine übereilten Entscheidungen. Falls er etwas mit den Entführern von Aivu zu tun hat und wir ihn misstrauisch machen, verlieren wir sie vielleicht für immer. Wir müssen vorsichtig sein und ihn genau beobachten, würde ich sagen. Was? Ein schlauer Rat. Dankeschön. Ja. Ja, ich habe mich gerade schon gefragt, warum sie jetzt ankommt und ein Lied pfeift. Nun gut, dann wird ja alles noch viel, viel schlimmer als gedacht. Tja, was ist wohl mächtiger? Früher Sonnenuntergang oder dieses Ding, was in Deran hockt? Ach, wir haben so viele Scherereien. Das ist nicht schön. Aber wir kehren in der Stammbesatzung zurück auf die Fleischmärkte. Eigentlich wollte ich ja ins Bordell und jetzt das. So, wir sollen die Fleischmärkte aufmerksam durchsuchen. Ich habe den Eindruck, dass hier diese Schlangenlady was damit zu tun hat. Passiert irgendwo von alleine was oder muss ich tätig werden? Keine Ahnung. Wir drehen erstmal eine Runde und gucken, ob uns irgendwo irgendwas auffällt.
Bisher haben wir den frühen Sonnenuntergang in Verkleidung ja noch nicht erlebt. Da ist er, oder? Muss ich mit ihm reden? Früher Sonnenuntergang. Als Dämon verkleidet nickt er kaum merklich zu. Laut bellt er dagegen. Aus dem Weg, Sterbliche. Zurücktreten. Ach so. Fangen wir an. Mit vor Abscheu triefender Stimme befiehlt früher Sonnenuntergang einem Tiefling-Sklaven, dessen Augen zugenäht wurden. Sklave! Informiere Meister Sarzaxus, dass ich von weit her gekommen bin und keine Zeit mit Buckeln und Kriecht vergeuden werde. Ich diene einem, dessen Namen selbst die Herren dieser Stadt mit einem Zittern in der Stimme ausspricht. Und ich suche einen Drachensklaven. Idealerweise einen mit einem freundlichen Wesen. Das wäre geeigneter für die angedachte Verwendung. Der in der Luft schwebende Dämon mit einer Peitsche in der Hand gurgelt etwas in einem merkwürdigen Dialekt. Und der Tiefling spricht mit monotoner Stimme. Meister Sarzaxus bittet um Verzeihung, doch er tätigt keine Geschäfte mit Fremden. Seine Waren sind für die mächtigsten Dämonen der Oberstadt reserviert. Die Stimme von früher Sonnenuntergang senkt sich zu einem stumpfen, zornigen Flüstern. Du hörst nicht, was er sagt. Das hier ist eine 9 Würfel. Das ist so hoch. Also 18. Du hörst nur, was früher Sonnenuntergang sagt. Offenbar hat er seine Worte mit einer Demonstration seiner magischen Fähigkeiten unterstrichen. Weshalb ich fast geneigt bin, diese Antwort als Zeichen der Respektlosigkeit zu werten. Der Dämon mit der Peitsche dreht sich nervös in der Luft, während der Tiefling eilig übersetzt. Meister Sarzaxus wollte nicht respektlos erscheinen. Meister Sarzaxus ist untröstlich, doch unter seinen Waren befinden sich im Moment keine Drachen. Meister Sarzaxus kann jedoch einen bestellen, wenn ihr dies wünscht. Und der frühe Sonnenuntergang? Wenn die gewünschte Ware in den nächsten paar Tagen beschafft werden kann, kehre ich zurück und zahle jeden Preis. Seelen, Gold, ganz gleich. Mein Herr verfügt über unbegrenzte Mittel. Doch Meister Sarzaxus soll sich beeilen. Alushinira ist nicht der einzige Ort, an dem man lebende Ware beziehen kann. Ach, und als Geste des Respekts gebe ich euch im Gegenzug einen Rat. Verstärkt eure Sicherheitsvorkehrungen, sie lassen zu wünschen übrig. Früher Sonnenuntergang dreht sich von dem Dämonen mit der Peitsche weg und nickt dir leicht zu. Gerade genug, dass du es bemerkst, dann geht er weiter. Und geht zu Ramisa. Die durchsichtige Gestalt einer Marilith-Dämonin führt mit ihren oberen beiden Armen eine einladende Bewegung aus. Wollt ihr etwas von mir, hübscher Mann? Ich sehe in euren Augen, dass ihr nach mir, Ramisa abgelegte Haut, sucht. Und früher Sonnenuntergang. Ich suche nach einem Drachensklaven, einem Drachen von freundlichem Gemüt. Ich diene einem großen Herrn und seine Wünsche sind Gesetz. Und Ramisa. Ein interessantes Verlangen. Aber ihr solltet wissen, dass ich keine einfachen Bestellungen und Transaktionen ausführe. Ich bin Künstlerin, keine Händlerin. Also sagt mir, die Marilith bewegt sich ein wenig vor, sagt mir, warum euer Herr einen Drachen benötigt. Und der Sonnenuntergang. Ihr vergeudet meine Zeit, abgelegte Haut. Aber sei es. Manche Leute essen nur intelligente, gute Geschöpfe. Für einige von ihnen ist Drachenfleisch die größte aller Delikatessen, besonders wenn es über längere Zeit hinweg gegessen wird. Drachen sind hartnäckige Geschöpfe und können lange überleben, auch wenn man ihnen die Gliedmaßen nacheinander abschneidet. Und Ramisa, faszinierend. Der Atem der Marilith geht schneller. Sie führt einige Gesten mit ihren Händen aus. Hey, dumme Larve! Habt ihr gehört, was dieser ungewöhnliche Kunde soeben angefragt hat? Oh, Aibo. Und Aibo. Ja, ja, ja. Ihr wollt mich fressen, was? Hoffentlich erstickt ihr an meinen kleinen Knochen.
Und Ramisa, halte den Mund, Larve. Denkt an die Zukunft, die euch erwartet oder eher nicht erwartet. Und was euch angeht, mein wunderbarer Kunde, wenn dieses Exemplar euch zusagt, besprechen wir die Einzelheiten. Die Marilette senkt ihre Stimme zu einem Flüstern. Wahrnehmung oder Schleichen? Wahrnehmung 32, 6 Würfeln, schwierig. Heimlichkeit 38. 39 haben wir aber. Das ist eine sichere Bank. Nicht näher heranschleichen. Es gelingt dir, unbemerkt zu bleiben und ein paar Worte der Unterhaltung zwischen früher Sonnenuntergang und der Marilith zu belauschen. Und Ramisa sagt, hier befindet sich mein Versteck. Ich werde die Tür verzaubern, sodass sie euch einlässt. Wenn ihr dort seid, könnt ihr die Ware begutachten. Gut, sagt der frühe Sonnenuntergang. Ich hoffe, euer Lagerhaus ist gut bewacht. Ich möchte nicht, dass der Drache entkommt oder befreit wird. Nachdem die Unterhaltung beendet ist, nickt früher Sonnenuntergang dir unauffällig zu. Und seine Stimme dröhnt plötzlich in deinem Kopf. Nokori, ich habe alles in Erfahrung gebracht, was ich wissen muss. Das Rätsel war viel zu leicht. Aiwu wurde von Ramisas Jägern entführt, um verkauft zu werden. Eine allzu häufige Geschichte in Alushinira. Viele, die als Gäste herkommen, enden als Sklaven auf den Fleischmärkten. Wie dem auch sei, ich weiß, wo sie festgehalten wird. Das Versteck ist hier, in der Mittelstadt, und es ist nicht weit. Wir müssen dorthin. Offenbar führen wir jetzt hier ein telepathisches Gespräch. Welche Vereinbarung habt ihr mit abgelegter Haut getroffen? Wir sind übereingekommen, dass ich zu ihr gehen werde, um die Ware zu begutachten. Sie wird die Türen ihres Geheimverstecks so verzaubern, dass sie mich einlassen. Na, dann gehen wir sie holen. Natürlich. Wir treffen uns vor dem Eingang zum Versteck von abgelegter Haut. Und du sagst uns, wo das ist, oder? Oder nicht? Wo soll denn das sein? Oh, hier gibt es eine Assassinen-Gilde, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, und jetzt? Journal. Wie heißt die Quest doch gleich? Hier, wo ist natürlich, wo ist mein Drache? Alle befreien. Der Ort, an dem der Drache festgehalten wird, ist nur bekannt. Er befindet sich in der Mittelstadt, unweit der Fleischmärkte. Es wird notwendig sein, zu versteckte Ablenkung der gewaltsam oder zu befreien. Ja, gewaltsam natürlich. Aber dazu muss ich erstmal dieses, also unweit der Fleischmärkte. Was heißt denn das? Das ist alles so vage. Also, das sind ja die Fleischmärkte hier. Unweit der Fleischmärkte heißt, dass es nicht mehr auf den Fleischmärkten ist. Nicht wahr? Aber hier ist doch... Haram der Wunschträume, da kann es ja nicht sein. Das ist das Haus von Lattwerk. Puh, warum soll es denn da sein? Ey, kannst du mir mal sagen, wo du hingehst? Was soll ich denn mit dieser dürftigen Info jetzt anfangen? Ach, hier! Es ist wirklich nah, ich gebe es zu. So. Wir sind gewarnt durch... Al-Rushale, der Name war weg. Dass hier irgendwas nicht richtig sein könnte, deswegen speichern. Und dann gehen wir hier rein. Haltet sie fest! Die Herrin hat gesagt, diese Sklavin sei gefährlicher als die anderen. Was? Wer bist denn du? Wer ist das? Was für ein Glück! Früher Sonnenuntergang nickt zufrieden.
Wir geben das geflohene Eigentum an abgelegte Haut zurück und erhalten dafür entweder Aibu oder fordern einen deutlichen Preisnachlass und kaufen sie zurück. Und so, Ziel. Aibu tut mir unglaublich leid. Aber an so etwas Bösem teilzunehmen, selbst um das unglückliche Kind zu retten? Und der Sklave. Ich habe ein Gegenangebot. Lasst mich entkommen und einfach verschwinden. Und Wolf. Hey, Chef! Das Mädchen mit dem buschigen Schwanz scheint nett zu sein. Und schlau. Ich habe ein gutes Gefühl bei ihr. Wir können sie doch nicht diesen Typen überlassen, oder? Und der Sklave oder die Sklavin ist eine Kitsune, also von der gleichen Rasse wie Nenio. Die Kitsune sieht den Tiefling von der Seite an. Hört auf, den gut aussehenden Mann mit den Locken. Bitte, da geht mich nicht. Der gut aussehende Mann mit den Locken. Wolf stellt sich gerade hin. Ach, das ist so herrlich. Nokori ist auf Krawall gebürstet. Ich werde mit Sklavenhändlern keine Geschäfte treiben. Naja, also, ich weiß, was ihr jetzt sagt, aber es ist nun mal so. Lassen wir diese Flüchtlinge frei oder diese Flüchtige frei und befreien Aibu. Notfalls mit Gewalt. Und die Sklaven. Ich mag euch. Ich bin charmantes Luder. Wie lautet euer Plan? Wenn ich rauskomme, finde ich euch und verwöhne euch nach allen Regeln der Kunst. Früher Sonnenuntergang runzelt die Stirn, entfernt aber die Verzauberung. Nokori ist aus Golarion hergekommen, aus einer Stadt namens Dretzen. Vielleicht sollten wir euch helfen, aus dem Abyss zu fliehen. Nicht nötig. Ich habe hier Dinge zu tun. Jemand schuldet mir Geld. Also auf Wiedersehen. Zumindest vorerst. Und er läuft seltsam, aber vielleicht machen das alle Dämonen. Denen, also die so aussehen wie er. Wir haben hier eine Karte, die ist klein, aber das heißt ja nichts. Ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Wolf stellt sich gerade ein. Oh, das ist aber auch nur Standardware. Aber immerhin, da kriegen wir wieder ein bisschen was zurück an Geld. Ja, ist alles Standardkram. Übrigens sagten die Dämonen. Nee, das ist es nicht. Haltet sie fest, die Herrin hat gesagt, diese Sklavin sei gefährlicher als die anderen. Und die zweite Wache sagte, gibt es jemand andere? Und zack. Gut, nochmal speichern. Denn das könnte die Hose gehen. Nokori, ihr seid endlich hier. Ich habe euch so sehr vermisst. Und ihr, böser Dämon, habt mir nicht geglaubt, als ich gesagt habe, meine Freunde retten mich. Oh, da fällt mir ein. Sie hat eine Hinterhaar. Die vertraute Projektion von Ramisa abgelegter Haut erscheint neben Aivos Zelle. Wie kann es sein, dass mein hübscher Käufer sich als Betrüger erwiesen hat? Er hat die Besitzerin dieser Drachenlarve in mein Versteck gebracht. Sollte ich überrascht sein? Die Dämonin lacht spöttisch. Ach, ich brauche Todesschutz, na toll. Habe ich erwähnt, dass ich jeden Akt des Sklavenhandels als künstlerische Darbietung werte? Das ist mein Plan für diese Szene. Die Heldin glaubt, sie habe die Pläne der Schurken durchkreuzt und steht kurz davor, deren Haustier zu befreien. Doch sie wurde nur in einen Hinterhalt gelockt und ist stattdessen gezwungen, ihre Grundsätze zu verraten. Also, was darf es sein? Werdet ihr versuchen, gegen meine Wachen zu kämpfen? Oder werdet ihr 100.000 Goldmünzen zahlen und beschämt abziehen? Angreifen. Ihr werdet euch wünschen, ihr werdet mir nie begegnet. Abgelegte Haut. Let's have some fun.
Ja, ja, ja. Toll. Ich bin ja gar nicht entsprechend gebufft. Das ist alles nicht so schön. Den können wir angreifen. Ja, K35. 29. 38 ist doof. Ach, das wird wieder Stufen regnen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Also kann den oder den angehen. RK35 gegen RK29, nämlich RK29, wobei das ist Level 12, der kann ja gar nichts. Ja, das ist schon besser. Was hast du für einen Angriffswert plus 28? Da sollte man ja eigentlich eine 35er knacken können, hä? Ja. Genau. 13 hat gereicht. Voljev, erste Amtshandlung. Hast auf alle. Natürlich ist jetzt geil für dich dabei, aber ich kann es auch nicht ändern. Na doch, ich hätte Voljev vorziehen können. Ach, naja. Erster taktischer Fehler. So, dann kommt der zweite taktische Fehler. Mal gucken. Was machen wir denn jetzt mit denen? Also wir können jetzt ja hinterhältigisieren, ne? Der da nervt. Ja, Voljev schützen. Die sind halt alle auf dem falschen Fuß. Nein, nee, der da nicht. Der ist nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Aber die anderen sind auf dem falschen Fuß. Das könnte man ja nutzen. Es muss ein Stück nach vorn. Ein weites Stück nach vorn. Aber wir sind ja alle dran, bis auf Borstel. Ausgerechnet Borstel ist ganz am Schluss dran. Toll. Wir sind ja alle dran. Aber ist das eine jetzt wert? Vampirische Schattenbarriere. Und schleich noch hinter den hier. Also, jetzt ist er natürlich entdeckt worden. Na, toll. Aber Voljev ist am Anfang geschlichen, sollte also keine Akro haben. Er ist ja jetzt erst enttarnt worden. Schattenfang. Warte mal, wir brauchen Sosiel. Wir brauchen Todesschutz auf Schattenfang. Kriegst du das hin? Danke. Weil ich Schattenfang jetzt aus lauter Not, das sollte eigentlich Borstel machen, aber ich muss jetzt Schattenfang ihn tanken lassen. Aber Schattenfang hat nicht so die allerbeste RK. Deswegen tausche ich noch weiter durch. Und gebe ihm noch einen Schild des Glaubens mit auf den Pell. Nee, tue ich nicht, weil Deran es nicht schafft. Deran schafft es einfach nicht. Nee, hast es alles egal. Deran kriegt es nicht hin. Des Glaubens. Das kann, die anderen können das nicht. Kann nur Deran und Deran kann es halt nicht. Boss, hast du eigentlich Schild des Todesschutz? Ja, du hast es noch, natürlich. Dann denke ich, gibt uns Deran wenigstens noch ein Gebet. Bevor Schattenfang dann los spurtet. Der da ist gefährlich.
Level 25, oh ja. RK33 ist aber im Moment nicht das größte Problem. Hoffentlich konzentriert der sich. Oh ja. Oh ja, sehr gut. Hoffentlich konzentriert der sich auf die Watschenmieze. Oh, der hat ihn ja richtig zerlegt. 2 Crits, wow. Der Würfel will sich vielleicht doch wieder ein bisschen entschuldigen für die vorletzte Episode. Und für den Kampf gegen Lattwerk. Ich habe so ein bisschen den Eindruck. Jetzt haben wir ja die Chance, den hier wegzuballern. Nee, haben wir nicht. Wegen Kernschuss. Das muss ich jetzt, glaube ich, ausmachen. Hey, wieso denn da hinlaufen? Hallo? Sollst du da nicht hinlaufen? Sollst du da schießen? Ach, das ist ja... Das ist da... Ach, Ushale. Kannst überall 5-mal schießen. Ach, ob Lan das schafft? Ich weiß auch nicht, ob Lan das schafft. Lan. Kannst nur 1-mal schießen. Das ist doof. Kernschuss aus. Kannst du 6-mal schießen. RK31. Das muss doch klappen. Das klappt auch. Kernschuss wieder an und komm ein Stück näher. So. Also der Todeszauber-Typ macht keine Todeszauber mehr. Tja. Ja, das ist natürlich auch richtig. Nokori. Ja, das war ein Crit. Das hatte ich provozieren wollen, weil Nokori macht ja einen Crit schon bei 16, 17, 18, 19, nein, auf jeden Fall bei vielen Punkten. Und das war jetzt ein 19er. Dann hat Woljew geholfen. Das heißt, der hat jetzt nur noch 49 Punkte. Ahushale, mach bitte keine Scheiße jetzt. Gut. Den hast du jetzt angegriffen. Ja, die da wohl nicht. Naja, irgendwen hast du angegriffen. Haben wir hinter uns noch welche? Nein. Mal schick nach vorn. So, jetzt sind die Gegner dran. Unweigerlich. Dürfen auch mal mitspielen. Auf Nokori. So ein blödes Zeug wieder. Borsel ist dran. Der hat jetzt neben Schattenfang eingeparkt. Das ist eine blöde Idee. Hier 4-mal RK35. Borsel, du greifst an mit plus 30. Das kann sogar was werden. Alternativ. Den da umrammen. Der kommt nämlich gleich dran. Dann steht die hier mittendrin. Ich wüsste, ob Galfried das schafft. 188 ist auch eine ganze Menge. Er ist jetzt nur noch 160. Versklavte Seele, ist das durchgekommen? Ich glaube nicht. Ach nee, Nokori sollte das Ziel der versklavten Seele sein. Wie dem auch sei. Hier jetzt mit Zangenbonus. Ist der aus dem Spiel. Aufrücken. Woljew. 8-mal, das muss doch jetzt was bringen. Ja, das hat was gebracht. Hinterhältig 54, hinterhältig 59, hinterhältig kritisch 79 und das war's. Zwischendrin ist einer daneben gegangen. Ja. Jetzt müsste Woljew ja auch einen Buff nochmal auf seine... Also Woljew hat, hat ja den Gürtel unablässiges Morden. Gelingt dem Träger dieses Gürtels ein tödlicher Treffer, das hat er gerade getan,
erhält er 3 Runden lang einen Bonus von +2 auf Geschicklichkeit und Konstitution. Ja, triggert. Wir sehen hier andere +2 unablässiges Morden. Das ist jetzt getriggert. Was seinen Angriffswert um eine nach oben hieft, wegen des höheren Geschicklichkeitsmodifikators. Sehr schön. Das gefällt mir momentan recht gut, wie das hier läuft. Aber wollen wir erstmal schauen, was noch so passiert. Ich werde jetzt erstmal versuchen, Schattenfang das Naheliegende machen zu lassen, nämlich den hier wegzuballern. Ja, genau. Das war ja eine Einladung. Lan. Einmal schießen ist halt doof. Aber mehr als einmal schießen geht halt auch nicht. Musste weit nach vorn. Ach so, ich habe dir ja auch Kernschuss wieder angemacht. Ohne Kernschuss kannst du 6-mal hüben. RK38. Oder dort. Erstmal hier, weil wenn, falls du krittest, können Bosse und Schatten Galfried mitmachen. Aber RK38 ist natürlich auch ein Wort. Deran, wo stehst du? Du stehst da. Wo steht Sosel? Das steht da. Das ist alles nicht so günstig. Berührungs-RK 19. Da müsste doch was gehen. Was ist das für ein Ding? Chaotisch böser Externer. Wenn du dich neben Sosiel stellst und dann mal einen Pfeil der Ordnung wirfst. Muss noch ein Stück nach vorn gehen. Dann bist du trotzdem immer noch neben Sosiel, oder? Ah, sicher bin ich mir da nicht. Mal gucken. Donk, ja. Wir haben die Zauberresistenz überwürfelt. Modifikator 21. Also erstmal war es ein Treffer. Gut, das war nicht schwer, weil mit dem Modifikator von 24 die RK von 19 zu überwürfeln, das ist ja klar, dass das gehen muss. Aber hier, darauf kam es an. Wir haben die Zauberresistenz überwürfelt. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt Deran mit dabei war. Sosiel mit dabei war. Er hat auch noch den Willensrettungswurf nicht geschafft. Und was bedeutet das? Wird eine chaotische Kreatur von einem Pfeil der Ordnung getroffen, erhält sie eine Ordnung des Schaden für jeweils 2 Zauberstufen. Das haben wir gesehen. Ein erfolgreicher Willenswurf halbiert den erlittenen Schaden und hebt den Benommenheitseffekt auf. Aha, der ist jetzt benommen. Stimmt, er ist benommen, richtig. Das heißt, der macht erstmal gar nichts. Wie lange bist du benommen? Das sehe ich hier. Benommen. Ah, nur eine Runde. Aber die reicht, dass ich dich jetzt erstmal ignorieren kann. Danke, Dera, das war gar nicht schlecht. Sosiel würde das gern wiederholen, aber es ist schwierig. Der da hinten stört mich. Berührungs-, das ist das Gleiche letztlich. Hm. 99. Ich überlege gerade, ob er, oder gucke nach, ob er Todesschutz hat. Hat er aber nicht. Könnte sich jetzt vor Deran stellen, wegen verbündeter Zauberkundiger. Herz rausreißen geht nicht. Auflösung. Du kannst es probieren, aber ich fürchte, Krieg als Fähigkeitswurf,
Ja, Zähigkeit ist ihre zweitschwächste Seite. Wir versuchen es mit der Auflösung. Aber das geht dann leider ohne Derans Hilfe als verbündeter Zauberkundiger, weil du zu weit nach vorn musst. So sieht es. Es ist halt leider so. Aber triggert, läuft. Wir überwinden die Zauberresistenz der Wache. Und zwar sehr geschmeidig. Und deren Zähigkeitsrettungswurf schlägt auch noch fehl. Der Würfel will sich echt wieder einkratzen. Protokolliere hier nur. Und da kriegt den maximalen Schaden reingewirkt. Das war super, Sosiel. Ach ja, jetzt ist der Dämon gekommen, weil das ein hochstufiger Zauber war, richtig. Und ja, Nokori. Nokori ist irgendwie gehemmt. Was ist dein Problem? Ist gerade wankend. Lass mal Arushale zu Wort kommen. Die kann nur probieren, hier zu schießen. Aber irgendwie... Sie kann nur ein einziges Mal schießen. Weil sie wirklich nach vorn laufen muss. Da kann sie 5-mal schießen. Aber der macht ja nichts. Der ist ja gleich dran, aber der ist ja benommen. Der tut, glaube ich, nichts. Ja, war sogar ein Treffer. Reicht aber nicht. Schade. Nokori, was kannst du tun? Der ist gleich dran. Das möchte ich nicht. Für einen Schneeball reicht's nicht. Das Einzige, was reicht, ist das hier. Instrument der Freiheit. Aber das reicht. Jetzt ist der nicht dran, weil benommen. Und wird zerlegt, weil er jetzt natürlich eine ganz schlechte RK hat. Er hat auf den falschen Fuß erwischt, RK, glaube ich. Wir würfeln gegen... Ne, 36 immerhin. Das ist aber komisch. Ich hätte gedacht, er hat noch weniger. Na gut, eine 36er RK hat er. Aber das ist auch wurscht. Hat noch 2 Trefferpunkte. Galfried. So, das war der Hinterhalt. Wisst ihr, warum er mich abgelegte Haut nennt? Weil du deine Haut jetzt ablegst und dich verpisst. Weil ich es vorziehe, nicht in Fleisch und Blut zu erscheinen. Meine Feinde sehen lediglich eine Projektion. Eine Hülle. Sie anzugreifen bringt mich nicht um. Genießt euren Sieg, Fremde. Es wird sich bald alles ändern. Und der frühe Sonnenuntergang hat übrigens nicht geholfen bei dem Kampf. Wollt ihr es wirklich einfach dabei belassen? Fragt er. Wir haben Maivo gerettet. Sie ist in Sicherheit. Sollten wir nicht die Sklavenhändler dafür büßen lassen, was sie getan haben? Mhm. Und Maivo. Ja! Wir haben etwas zu tun. Sie haben mich gepackt und mir wehgetan. Und andere verletzt. Viele, viele andere. Sie sind böse. Was wollt ihr tun? Oder Ivo, gehen wir auf diese schändlichen Märkte und befreien alle Sklaven. Haha, Augenblick. Das würde ein kleines Kind sagen. Ich sage es anders. Aivu atmet tief durch und ringt mit ihren Emotionen. Wir können nicht den ganzen Abyss besiegen und hier alles für immer verändern. Aber wenn wir uns zurückziehen, machen die Dämonen einfach weiter, was sie möchten. Wir müssen allen zeigen, auch diesen armen Sklaven, dass es einen Ausweg gibt und dass diese dreckigen Dämonen besiegt werden können. Und der Sonnenuntergang. Ich kann nur hinzufügen, dass unsere geliebte abgelegte Haut nicht so gerissen ist, wie sie glaubt. Ich habe die Quelle ihrer Projektion aufgespürt. Sie befindet sich auf den Fleischmärkten. Wenn ihr zu den Märkten eilt, erwischt ihr sie vielleicht. Oh. Naja. Also ich habe ja jetzt mit Nokori absichtlich auf den Fleischmärkten nicht für Rabatz gesorgt, weil zum einen gibt es da im Moment keine menschlichen oder golarionische Sklaven mehr, die wir befreien könnten. Diese komischen dunklen Schattengefäße, die will ich gar nicht befreien. Und
Die anderen Sklaven sind ja größtenteils Dämonen. Also insofern da jetzt drüber zu gehen, keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Aber Ramisa muss jeder einzelne Schuppe gezogen werden, das ist völlig klar. Also, wenn wir diese Schlange Ramisa finden können, bin ich bereit. Viel Glück! Ich bin in der Nähe, sollten den Sklavenhändlern irgendwelche Mächte zur Hilfe eilen. Einen Aufstand anzetteln, okay. Das kann ich am besten. So, Pause. Wir werden hier auf alle Fälle die Episode beenden, weil das da draußen, das kann auch ein bisschen länger dauern. Also läuft auch die Hast ab, unweigerlich. Ja, da brauchen wir eine neue, aber es ist ja okay. Was haben wir hier noch zu finden? Wolf, willst du hier nicht zufassen? Nee, willst du nicht? Ja, Stangenware, oder? Ja, Kampfstab plus 2 und so Zeug. Uninteressant. Der hier hat was dabei, was ich nicht aufsammeln kann. Weiß nicht warum. Ah doch, jetzt geht's. Das ist aber auch nur Stangenware. Bringt aber einiges an Geld. Borstel. Geht da mal weg. Also hier draußen habe ich alles durchsucht. Geht mal alle raus. Don't mind me. Außer Wolf, der nochmal hier durch die Gegend hüpft. Chromschwert plus 2. Nee. Ich sehe ja keine fehlgeschlagenen Wahrnehmungswürfe, also denke ich, das ist alles gewesen. Ja, das war Ramisas Versteck in der Mittelstadt. Und damit beende ich diese Episode auch, denn ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert, wenn wir rausgehen, ob es da gleich Terror gibt, ob wir gleich angegriffen werden oder ob nicht. Und ja, das gucken wir uns lieber in Ruhe an im nächsten Teil. Bis dahin!